Grüezi miteinander und herzlich willkommen zu Grand Prix World Beißler Edition. Yes, Baby, nach langer Pause sind wir wieder da. Fast ein Dreivierteljahr ist es jetzt her, dass wir das letzte Rennen gesehen haben. Eine unglaublich lange Zeit. Viel ist passiert. Deutschland ist Fußballweltmeister geworden und so weiter. Und wir haben wieder eine fachkundige Experte für das Rennen in Silverstone, Great Britain. Und zwar an meiner Seite heute im Kommentatorenkabine, der Valvorik. Hello, Racing-Fans. We are far and bald nach Great Britain. Runde 9 steht an von Grand Prix World. Lange ist her, Valvorik, ich hab's gerade gesagt, ein Dreivierteljahr glaubt man fast gar nicht, gell? Aber das Projekt ist schon fast untergegangen, ertrunken fast, gell? Ja, wie du mir erzählt hast, dass der das letzte Rennen der Schumacher gewonnen hat, war ich mir gedacht, wow, das ist echt schon lange her. Ja, da mussten wir sogar die letzte Runde zweimal reinschneiden wegen einem technischen Fehler des ZDFs. Aber gut, kann einmal passieren. Hat den Kenny besonders gefreut, als Hätten Co-Kommentator. wir noch zweimal machen können und es hätte immer noch Schumi gewonnen. Also Weil jeder, Schumi. der das vergessen, verpasst hat, kann sich ja nochmal angucken beim Beisler sein Kanal. Jawohl, alle Rennen noch da, noch nicht gestrikt, weil auch kein Intro da ist. Ja, gut, da haben wir schon im Vorfeld drüber ausgekotzt über Strikes. Vielleicht werden wir da auch nochmal zu sprechen kommen, wenn im Rennen nicht viel passiert, oder Valvorik? Ja, Gesprächsstoff vielleicht. geht uns nicht aus. Und wir gucken erstmal so kurz rein. Also, ich habe vorhin schon mal reingeguckt, damit ich nochmal weiß, was wir alles gemacht haben, denn ich wusste es gar nicht mehr, schon lang her. Zuverlässigkeit kennen wir ja schon, das ist bei uns ziemlich ausentwickelt beim Beisler GP-Team. Immer noch. Wir wissen ja noch, wie das beim Valvo und beim Kenny war in Grand Prix World 98 Edition, das ja auch schon lange nicht mehr gespielt wird bei euch. Ja. Mangels Internetprobleme. Richtig. Vielleicht geht es ja da auch mal wieder weiter. Wer es noch nicht gesehen hat, bei dir oder beim Kenny noch auf dem Kanal, sind die Beim Videos auch Kenny im noch zu Kanal, sehen. genau. Frankreich seid ihr stehen geblieben, genauso wie ich auch. Nur mit dem Unterschied, dass bei mir jetzt wieder weitergeht. Nach einer dreivierteljährigen Pause, wegen unter anderem auch verletzungsbedingt natürlich. Aber wir sind Da ist jetzt viel wieder. passiert in dem Dreivierteljahr jetzt. Oh, genau, Deutschland ist Fußballweltmeister geworden. Ich kann es immer nicht glauben, der Valvorik sieht es recht nüchtern. Passiert. Er erkennt es an, sagen wir es mal so, oder? Du kannst es anerkennen, dass es so ist. Ja, Für die genau. nächsten 4 Jahre. Lassen wir das so stehen. Genau, weil wir sind ja hier auch bei der Formel 1 und deswegen gehen wir mal den Fokus auf diese Rennserie legen. Wir sind gerade am Heckspoiler dran. Sowas aber auch. Kennst du auch noch den Heckspoiler, gell? Ist doch ein typisches. Heckspoiler-Problem. Bei mir gibt es nur Fahrerproblem irreparabel. Aber daran kann man leider nichts machen. Legal raushauen, aber das passiert eh Ende der Saison. Genau, wir schauen da auch gleich nochmal drauf, denn für viele haben das vergessen, was da eigentlich im Transfermarkt schon geschehen ist. Siehst du, wir sind Ma gerade am machst du da Entwickeln. gerade irgendwas? Stehst du da Ja. Ich bin, also gerade? hat es gerade jetzt geflackert wieder. Ich glaube, das Das kommt vom. ist, weil ich mein Maus, wenn ich drauf drücke, Ja, dann vom flackert's bei TeamView. dir. Vom Ja, genau. TeamView. Sollte aber nicht stören. Manchmal flackert das Menü ja im Rennen auch. Das kennen wir ja alle schon. Das ist Siehst du alles. meine Mauszeiger? Ich sehe ihn ganz leicht. Willst du mir was zeigen? Wir sind Ja, hier. weil ich da zeigen wollte, dass du hier nichts gemacht hast, oder? Wo? Du hast zwar einen Fortschritt, aber du hast. Sollte da nicht normalerweise so ein Viereck sein? Ne, das ist ja das. Ne, ich bin gerade hier dran, an Zuverlässigkeit. Dann sollte doch Und. da so ein Viereck sein, oder? Ne, das ist der Punkt, glaube ich, wo ich da bearbeite. Ach ne, ich weiß von was das ist, glaube ich. Von Testfahrte. Von Forschung Aber ist das, du glaube ich. legst da gerade keinen Fokus drauf, oder? Eigentlich war 20%, eigentlich schon. Eigentlich schon. Müssen Okay. wir mal abwarten, ob das nach dem Rennen sich was verändert. Fahrhilfe habe ich ja im Moment gelassen, weil ich den Fokus mehr auf Entwicklung lege. Ist ja auch sinnvoller. Eine Die habe ich eine ja schon könntest du durch. aktivieren. Die habe ich schon aktiviert in der Autos. Aber Okay, sonst passt. sieht es Ja, recht zuverlässig perfekt. aus. Also in Ja. Manicur haben wir leider einen Doppelausfall hingelegt. Das weiß ich sogar noch. Jetzt kommt Lexikon Beißler wieder zum Vorschein. Doppelausfall haben wir gehabt in Manicur. Sehr bitter. Der Beißler war, glaube ich, Zweiter, als es passiert ist.
Beide Vettel ist mit. ziemlich früh ausgeschieden, oder? Ja, ich will gerade überlegen, was wir gehabt haben. Ich glaube, Aufhängungsdefekt oder irgendwas war kaputt, wo wir es nicht in die Box geschafft haben. Blöd gelaufen war der erste Doppelausfall für BeistlerGP. Sonst schon mal eine recht solide Saison, muss man eigentlich sagen. Autos sind schon gewartet, wie man hier sehen kann. Was haben wir hier an Entwicklungen? Ah ja, da haben wir noch nicht viel zusammen. Da warte ich immer, bis die Balken voll sind, weißt du, bevor ich da wieder einen neuen Motor entwickle. Ein Renault-Motor, die sind ja damals noch gut gewesen, heute sind sie ja nicht mehr so gut. Mutig. Wenn man Red Bull anschaut, aktuell ist ja Renault nicht mehr so toll, gell? Aber von Ferrari brauchen wir auch nicht reden, das ist Und genauso der schlecht. Lotus generell. Lotus ist ja auch mies drauf mit Renault-Motoren. Ja, das Lotus-Team generell ist so, wie ich es erwartet habe. Es ist am Untergehen. Jetzt haben sie Maldonado nochmal verlängert für ein Jahr. Das kann ja nichts. Das kann ja nichts werden. Da ist der Untergang schon besiegelt. Boah, also ich denke, irgendwann wird es das Team nicht mehr geben oder es wird wieder aufgekauft werden. Bin ich mir recht sicher. Da haben wir Marlboro eingeladen. Renault. Und das ist noch ein neuer Sponsor. BMC Software. Okay. Das hat sich getan. Ah ja, mit Marlboro sind wir noch am Verhandeln, genau. Motor haben wir schon lang sicher, haben wir mit Renault verlängert. Mutig, mutig. Mit Bridgestone haben wir verlängert. Und mit Sprit, also siehst du mal, wir haben schon drei Verträge, habe ich letzte Mal schon verlängert. Also ich bin gut dabei. Musst darauf achten, wenn du das Spiel bis 2013 spielst, dann darfst du nicht mehr mit Renault weitermachen. Ja, dann nicht mehr. Da Aber darfst ich du nicht glaube, es mehr. ist eh auf 10 Jahre begrenzt sogar, Das oder? ist, glaube ich, Grand Prix World, ist, glaube ich, nur 10 Jahre Da kannst du gegangen. einstellen am Anfang, ob du, glaube ich, 3 Jahre fahren magst, 5 oder 10. Ich habe, ne, glaube ich, nie was eingestellt. Ich glaube, es sind immer auf 10. Immer zehn. Teamsponsor fehlt noch, aber ich hätte die Möglichkeit im Notfall, ist mir mal passiert offscreen, dass ich dann einem Geldsponsor, ich habe ja hier drei Stück, einem von denen dann den Hauptsponsor verkauft, gibt aber dann Geldeinbuße. Ist eine Notlösung, die man aber ziehen kann, um das Spiel aufrechtzuerhalten, weil die Teamsponsor, den brauchst du ja. Brauchst Team, Reifen, Motor und Sprit, sonst geht's nicht weiter. Das ist immer die habe ich einmal müssen ziehen, die Notlösung. Einmal. Okay. Aber ich hoffe, das wird nicht passieren. Unser Team ist gut dabei. Das Warte, klick Hospitality. nochmal auf Geld, wo du gerade drinnen warst. Ja, da bin ich gerade. Ich bin bei der Hospitality. Ich meine, ich soll nochmal hier, meinst du hier? Da auf Geld. Ja, habe ich noch. Ah, ne, Okay, da ja, habe ich den passt. Vertrag Russ Passt, gemacht. passt. Sogar mit Give Your Wings habe ich einen Vertrag. Red Bull. Jetzt will ich mir noch irgendwann den Raucheistee holen. Ah, den gibt es ja bei uns auch im Edeka, der Raucheistee. Oder die Säfte, die werden bei uns auch verkauft. Er wäre nur interessant, der ist frei 2000, habe ich gerade gelesen im Augenwinkel. Jetzt wäre die Frage, ob der kommt ja dann eigentlich erst im Jahr 2000 zu dir. Das heißt, Nee, du nee, müsstest für den nächstes hab. Jahr dann. Nee, nee, das ist meiner. Den habe ich schon verpflichtet. Ach so, Blödsinn, ja. Certina, der ist für Okay, nächstes Jahr, das der heißt, ist du über. verpflichtest den einfach für ein Jahr weiter. Du, wird automatisch gemacht. Also ich entscheide es gar nicht, wenn ich eine Verhandlung einführe, kommt entweder ein, zwei, drei Saisons habe ich glaube ich noch nie gehabt als Sponsor. Ich habe manchmal das Glück, zwei Saisons. Wo habe ich das erwischt? Beim Sprit habe ich zwei Saisons erwischt, weil wo? Dort tue ich nur einfach die Bonus noch aushandeln, weißt, mit Entwicklung und so. Deswegen habe ich da Ja. noch so viel drin. Ja, Ich will mit, dass du unbedingt das alle. Kundenteam von denen wirst, also das oder Werksteam in dem Fall. Genau, dass ich da nicht. Weil so habe ich es richtig komfortabel. Ich kann immer noch den Motor entwickeln. Hospitality haben wir schon eingeplant. Großbritannien ein 3-Punkte-Rennen. Ich habe mal 4 gemacht. War ein Tipp von dir mal. Immer nur eins mehr. Ich habe ja immer sonst volle Pulle reingehauen. Da hast du gesagt, Ja. unnötig. Eins mehr reicht wie angegeben. Dann gehen wir mal in die. Perfekt, er hält sich an meine Tipps. Ja, dann haben wir hier die Fahranweisungen. Die habe ich klasse jetzt mal so. Schon bestätigt, also siehst du, das habe ich wohl alles noch gemacht. Da haben wir die Setups, gehen wir aber nochmal für euch, wie immer. Ihr kennt es ja aus der alten Folge, wir zeigen gerne nochmal die Übersicht. Und ich komme immer mehr jetzt rein. Bei F1 Manager wird schon wieder dauern, bis du wieder drin bist, gell? Hier Da, bist du ja. so schnell Bei wieder drin in dem 2-1-Manager Rennen. dauert es länger. Bei Grand Prix World ist es viel selbsterklärender. Da bist du so schnell wieder in dem Renngeschehen drin, da Und warst gar da nicht weiß ich weg. auch noch, da haben wir dem Legal, glaube ich, immer weniger Punkte gegeben oder gar keine, weil der hat es nie gebacken bekommen.
Und da Also hat der Beißler mehr Punkte bekommen. bei Tempo hat der Beißler einer mehr, dafür hat der Le Gall für Wind einer mehr. Es kann ja auch mal windig werden, du weißt, in England regnet es gern. Könnte für den Le Gall sprechen. Ansonsten hat der Le Gall in der letzten Rennen öfters mal das Fahrerproblem gehabt. Und es war irreparabel und deswegen wollte man Le Gall nicht mehr so viele Punkte geben. Siehst, alles aktiviert. Fahrhilfe, du siehst es, denke ich, Perfekt. noch. Ja, Wir sehe ich haben jetzt alles. TeamView als neue Übertragungsmöglichkeit. Wir wissen noch, ganz am Anfang haben wir ja mal eine Videokamera benutzt. Oh ja, Weil, das waren noch Zeiten. ja, es hat Da sich hätte ich alles. eigentlich ein Video davon machen sollen, wie ich das Beat bei Beisler gesehen habe. Das war sehr abenteuerlich. Aber jetzt ist es alles, der technische Fortschritt hat auch bei mir halt gemacht. Ja, man merkt, dass sich deine Let's Plays von Qualität, auch vom Mikrofon her, auf dass sich Headset dein gewechselt. Fahrerstand verbessert hat, technikmäßig. Ja, alles nochmal auf Lotus legen wir den Fokus. Soll man das nochmal ändern, wenn man es real anschaut? Ich glaube, Lotus ist sicher das falsche Team beobachtet. Aber das ist ja hier eine andere Meisterschaft und da gehen wir jetzt hin. Denn das ist doch interessant, darauf haben wir gewartet. Wie war es denn eigentlich damals? Williams mit 74 Punkte vorne. Muss man sagen, in Wheel hat sich Williams auch langsam wieder zur dritten Kraft etabliert. Unglaublich, das hätte ich von Hätte man Williams nicht nicht gedacht. glaubt. Aber der Bottas ist halt auch ein guter Fahrer. Der Massa wird halt leider immer abgeschossen irgendwie. Willst du das aufschreiben? Ja, Würde ich ich bin gerade auch. dabei. Würde ich auch gerade machen. Ich hab immer auf meinem Esstisch einen Block liege, da fällt auch noch Werbung raus. Aus dem Block fällt Werbung raus. Aber ich habe den nie benutzt, weil ich nie zum Grand Prix Ding gekommen bin, zum Grand Prix World. Es war auch der falsche Block, den ich in der Hand habe. Dann fliegt schon wieder Papier raus. So wird es nix, du. Wo ist denn jetzt der richtige Block? Da ist er. Grand Prix World steht auf dem Block drauf. Ich wollte doch gerade sagen, dass ich den Block werde ich doch noch finden. Ich nehme mal den Arsenal London Kuli, den ich da rumfahre hab. Magst du es auch aufschreiben oder rechts, wenn es einer aufschreibt? Na, ich schreib's mir auch auf, wenn es dir Okay. nichts ausmacht. Wir können dann beide hochrechnen. Was war hier noch für ein Rennen? Ich schreibe mal nur die ersten auf, glaube ich. Ich auch. Die Boxenstopps habe ich mal mitgeschrieben bei allen Fahrern. Das habe ich mal bei einem bei Manikur gemacht, aber das habe ich gemerkt, dass das bescheuert ist. Es interessiert keiner Boxenstopp von Patrick Lange in Minardi oder im Force India, interessiert kein Schwein. Ich werde nur die wichtigste Top-Fahrer für den Boxenstopp aufschreiben. Machen wir jetzt erstmal eine WM-Standtabelle. Ich glaube, jetzt will der Kuli nicht. Dann mal der andere. Sind ja noch zigtausend Kulis da drin. Einer wird funktionieren von den Drecksdinger. Was du auch machen könntest, also das ist jetzt vielleicht so ein Offscreen-Gebrabbel, du könntest dir das in eine Word-Tabelle schreiben und könntest das Word im Hintergrund öffnen, weil du hast ja das nicht auf Vollbild, oder? Das Grand Prix World. Doch, doch, ich hab's auf Vollbild. Ach so, okay, dann nicht. Sonst Da hätte ich mal wär's. gedacht, könntest das im Word öffnen und hinten offen lassen und dann siehst du jederzeit auf dem Bildschirm, wer gerade führt. Dann hast Ja, quasi das beide stimmt. Fenster übereinander offen. Ja, stimmt auch, bitte. Ich habe ja den ich habe ja ich habe ja Softmarker Office. So ein Ein auch so billig Word. ähnlich. Nein, nicht einmal. Es ist zwar nicht sehr, es ist billig, ja, aber es hat bessere Funktionen als Microsoft. Okay. Aber da habe ich eine Tabelle, weißt du, so Spielstand für Grand Prix 3 und 4. Das können die Zuschauer ruhig wissen, da führe ich Statistiken über die einzelnen Spiele. Macht auch keiner. Könnte manche denken, da hätten sie nicht mehr alle, aber. Ja, Schaut doch mal beim finde ich Valvo gut. und beim Joker auf das Video rein von Flatout. Lieber nicht, lieber nicht. Da wisst Gehen ihr wir. dann, dass es Leute gibt, die nicht mehr alle haben. Und die heißen nicht unbedingt Beißler immer. Ab und zu. Naja, okay, wie Ich dem auch schreibe sei. mir jetzt mal die, wie viele Also Teams, ich das mit denke dem mal. Word war eine Idee, aber wenn du es auf Vollbild machst, dann benutzt er den herkömmlichen Block. Machen wir es Genau. altmodisch. Genau so sehe ich das auch. So sehe ich das auch, Valvo. Ich schreibe mir einfach die ersten 5 Teams auf. Die Top 5. Denke, das ist okay, wenn man das macht.
und Williams hat 74. Ich denke, das können die Zuschauer ruhig noch mitkriegen, da habe ich gar kein Problem mit. Wenn nicht, Denn könntest du es ja auch überspringen, den Part, und dann zum Rennen gehen. ja, aber die sind ja gleich durchgeschrieben. Wenn ich noch ein bisschen was erzähle, sind die Zuschauer unterhalten. Weil Worik, du könntest mal erzählen, wie hast du das WM-Finale erlebt? Hast du überhaupt angeschaut? Das passt jetzt nicht so zu Fußball. Hast recht, ich wollte einfach nur noch mal, ich wollte einfach nur mal hören, wer Weltmeister wird. Aber egal. Warte, wer war das noch einmal? Brasilien? Da musste Ich ich glaube, wohl, Brasilien war es, oder? da musste ich wohl verguckt haben. Aber egal, gehen wir die Konstrukteure Was? durch. Legal? Nein, Legal war nicht dabei. Nein, der war nicht dabei. Also Williams führt mit 74, weil Worik passt jetzt mittlerweile mehr zur Realität als noch beim letzten Mal, das vor einem Dreivierteljahr, da war Williams noch nicht so gut. Also da kann passieren, was wolle, die bleiben auch WM-Führender. Gehen als Genau. WM-Führender nach Österreich. Da waren sie stark in Auf den Wiel. A1-Ring dann. Da waren Nicht sie auf den Red stark in Wiel. Bull-Ring. Nee, da war es noch der A1 mit der A1-Werbung. Der gute alte A1-Ring. Das waren Ferrari. noch Zeiten. Ja. Jawohl. Ferrari 46, Beisler mit 44. Also da wird's eng, oder? Also da ist noch alles drin. Ferrari und Beisler um Platz Ja. 2. Da wird sich was ändern nach dem Rennen. Definitiv. Entweder baut Ferrari aus oder Beisler überholt. Lotus bleibt, wird auch nicht drankommen an die erste 3. Trotz Schumachers Sieg mit 23 Punkten. Aber starke vierte Platz, die würde in Real viel dafür unterschreiben, wenn sie das bekäme, gell? Aktuell würde die sofort unterschreiben, Platz 4. Und Denke McLaren ich auch. Platz 5, das entspricht auch der Real-Leistung. Sind im Ja. Moment auch nicht mehr Ja. stärkste Team. Dann Brawn mit 6, Honda und Toro Rosso mit einem Punkt. Die schreibe ich aber nicht auf, weil die keiner interessiert bis jetzt. Obwohl man sage, die Brawn-Punkte hat alle der Heinz Harald geholt. Der Strategiefuchs Heinz Harald in dem Spiel. Und der Toro Rosso war Stimmt. der Punkt von Bergmann damals Der in San setzt der bei den Marino. widrigen Verhältnissen immer auf Risiko, und das zahlt sich meistens aus. Und deswegen hätten wir ihn verpflichten sollen, der Frenzen. Ja, nicht den Vettel. Bei dem Vettel blickt es nicht mehr. Ja, hätte ich das Wie noch wir in vor der mir, Formel 1 schon sehen. hätte ich das vor einem Dreivierteljahr noch gewusst, hätte ich mir den Rosberg geholt lieber, gell? Tja. Aber man kann es ja nie wissen, gell? Der Fahrer-WM gehen wir sie auch mal durch. Rosberg mit 40 vor Beisler mit 37. Da könnte es auch eine Änderung geben, je nach Rennende. Ja, ich Oder? bin schon am Tippen. Jetzt macht er doch die Word-Datei. Die, wo ich nicht machen will, die macht jetzt der Valvorik. Dann Eichert mit 34. Lukas Bär mit 31. Auch noch mit dabei. Aber 9 Punkte ist schon ein Brett für den Lukas Bär, oder? Der hat die letzte Rennen wirklich Pech gehabt. Ist sogar einmal disqualifiziert worden. Mit illegaler Fahrhilfe. Also der Lukas Bär, das wird eng. Und dann schon eine riesige Lücke, Valvorik zu Räikkönen. Der blickt's auch wie in Real nicht so richtig, gell? Der Iceman. Ja. Auch Schumacher mit dem Sieg da. Und Hamilton, die kämpfen um Platz 5 aktuell. Und Alonso auch übel. Le Gall hat aber auch schon 7 Punkte. Wer hätte das gedacht, gell? Aber in der letzten Rennen ist er mehr durch Fahrerproblem irreparabel aufgefallen. Aber der stinkt schon ganz schön ab im Vergleich zum Beißler. 30 Punkte ist ein Unterschied. Und da siehst du die 6 Punkte für Braun, alle nur vom Heinz-Harald Frentzen. Wie gesagt, wer die Grand Prix World Beisler Edition verfolgt hat in den letzten Folgen von Anfang an, der weiß, dass der Heinz-Harald immer gerade bei Mischbedingungen ein Kandidat ist, der dann doch mal auf den dritten Platz vorfahren kann oder auf das vierte. Den darf man nicht unterschätzen. Ich glaube, im letzten Rennen ist er ja sogar Fünfter geworden, der Frentzen. Also der sammelt immer mal wieder. Das Eichhörnchen. Und der Bergmann hat auch einen Punkt, das ist unser Sympathieträger hier, der immer gute Rennen hat, nur der Toro Rosso will nicht so recht. So, dann werde ich mir das jetzt auch notieren. Ich notiere mir auch hier die erste 4 Fahrer. Möchtest du dir mehr notieren? Ich habe mal jetzt alle notiert. Weil eben, ich wollte gerade, der Räikkönen interessiert noch nicht, der kommt ja so oder so noch nicht an die erste 4 ran. Für die WM sind die erste 4 momentan wichtig.
So, dann notieren wir das auch mal. EIC Steichert. Ich habe jetzt übrigens, ah, das ist eigentlich auch offscreen bei meinem Grand Prix 4 Commentary, was ich euch gerne ans Herz legen möchte, auf meinem Zweitkanal Five Nations Michael Beisler TV. Dort habe ich jetzt die Einblendungen geändert. Ab dem vierten Rennen habe ich jetzt die 2013er Einblendung im 94er Mod. Was sehr viel Sinn macht. Aber die gefallen mir besser als diese alten Klassik-Einblendungen. Ja, Und ich meine, das dann ist. hast du halt nicht den Flair dabei. Ja, aber es ist eh editiert, dann ist ja egal. Ja, auch wieder wahr. Eben. So, ich notiere mir hier noch die erste 6, habe ich mir entschieden. Also dann noch 3 Köhne der Schumacher. Den darf man nicht unterschlagen, der Schumacher. Ist eigentlich auch makaber, dass der Schumi hier mitfährt, denn wir wissen ja alle, wie es ihm in Real geht, dem Schumi. Aber wir Und hoffen, dann dass es. verpflichtest du ihn auch noch für die nächste Saison. Aber das zeigt, dass wir immer bei Schumi sind. Wir hoffen, der Schumi packt es. Werde auch viele Fans so sehen. Selbst der Walvoric sieht es so. Wir wissen, er ist nicht der größte Schumacher-Fan. Aber das wünscht man trotzdem keinen. Keep fighting, Michael. Jawohl. Wie es immer am Mercedes Mercedes steht. steht. So, 40 Punkte. Dann haben wir der 37. 3 Punkte, das ist nix. Das kann der Beißler schaffen. Und hier ist der Rosberg nicht WM-Leader wie in Real. Doch hier ist er auch WM-Leader wie in Real. Es läuft momentan für Rosberg, gell? Ja, für den Finnen. Ja, ich habe da mal was versucht. Ich habe das Silverstone-Rennen schon mal gemacht, gehabt eigentlich, ja. Mit editierte Werte, wo die Nationalität gestimmt habe. Aber so Mitte in der Saison hat er das nicht so richtig verkraftet, ist abgeschmiert. Dann habe ich mich entschieden, das mache ich dann erst wieder zur neuen Saison, bevor es mir ganz abschmiert. Da wäre der Spielstand sonst kaputt. Ich habe jetzt den Originalspielstand wiederherstellen können. Ich hoffe, das geht. Wir sind sehr gespannt, was passieren wird. Ja, macht Sinn, das nicht unter der Saison dann zu machen. So, dann machen wir hier noch die Pits. Strategie. Ja, es wäre auch sinnvoll, sowas vielleicht vorher aufzuschreiben, liebe Zuschauer. Ja, eventuell. Aber Sie kennen ja den Beißler, liebe Zuschauer. Ihr wisst ja, was der Beißler für einer ist und dass der das manchmal nicht so richtig Aber eben, auch blickt. wenn du es nicht findest, ich habe es jetzt eh notfalls mitnotiert und dann passt es schon. Dann habe ich auch was zum Quatschen unter dem Stimmt auch Rennen. wieder. Ich notiere mir bei dem Boxenstopp auch nur die erste 5, 6, weil der Rest interessiert jetzt nicht, ob da der Red Bull vom Gilbert Grünenbox geht. Der ist für die WM nicht entscheidend. SC und der Hamilton. Aber da kommt er vielleicht im nächsten Jahr auch in ein besseres Team. Ich habe es jetzt aber gar nicht im Kopf. Ging der zu Nee, ich. Ferrari? Nee, das war der Bergold, wo das ich eingekauft hätte. Glaube ich. Wir Ah, gucken okay, das ich dachte, gleich dass der nochmal Grüne auch ein. irgendwo hingeht. 2, 3. Ja, ich habe auch schon mal schönere Tabelle geschrieben, aber das ist jetzt egal. Ich bin ja auch nicht so 100% vorbereitet gewesen, muss mir ja mal zugeben. So, und dann können wir jetzt eigentlich ins Rennwochenende starten. Wir wollten aber noch, weil der Walvoric gesagt hätte, genau, wer geht wohin. Mir wies es auch nicht mehr so richtig. Also, der Bergold geht zu Ferrari. Der Pelz geht zu Force India. Für alle, die das schon vergessen haben, der Alesi wäre noch frei. Der Heinz Harald geht zu Toro Rosso. Der Mika zu Benetton. Jetzt weiß ich gar nicht, wie gut Toro Rosso so ist im Vergleich zu dem, wo er vis-à-vis ist. Nee, nur eine geringfügige Steigerung. Der Bergmann fällt ja öfters mal aus in dem Toro Rosso. Da fährt ja auch der Vettel. Den hat er aber ganz gut im Griff, der Bergmann. Kobayashi zu Benetton, das ist ein Lieblingsfahrer von dir. Lukas Bär hat kein Cockpit gekriegt. Denn Räikkönen ist bei Ferrari. Tien Tran wird der Testfahrer bei Red Bull. Der Tien kennen wir auch schon sehr gut. Der Lang geht zu Oh, Red das Bull. Foto ist schön überbelichtet vom Lang. Und dann haben wir den Schmutz, der bleibt bei Force India. JB geht zu McLaren, das passt auch in Real sehr gut. Barrichello geht zu Williams. Alonso bleibt bei Auch das Lotus. passt irgendwie, war ja auch mal bei Williams. Alonso bleibt bei Lotus. Schumacher haben wir verpflichtet, für alle, die es noch nicht wissen. Hamilton geht zu Toro Rosso.
Sehr Okay. interessant. Schweizer auch, aber der wird wohl Testfahrer werden. Wohl wird der Heinz Harald und der Hamilton dann bei Toro Rosso fahren. Der Coulthard geht auch zu McLaren. Auch als Testfahrer vielleicht. Der Na, schauen Grün wir mal. geht zu Benetton-Teamkollege vom Häkkinen, also so gute Steigerung wird es nicht wäre. Der Bergmann Oh, wird mit dem Benetton? Al. Nein, die sind in dem Spiel nicht so gut. Der Bergmann geht zu Lotus, wird dem Alonso sein Teamkollege. Dann haben wir den Vettel, oh, der hat ja bei uns unterschrieben, stimmt, da war doch mal was. Fisichella geht zu Ferrari. Auch wie in Real Ja. damals. Eichert und Rosberg bleiben bei Williams. Erst Rosberg, dann Eichert. Das ist eine gute Paarung, auf die müssen wir achten, gell? Die könnte in den nächsten Jahren wirklich, also zumindest mal in der nächsten Saison, noch weit nach vorne. Der Rosberg hat lang unterschrieben, also der bleibt Williams treu. Das Mercedes quasi. Matthias Schulz wird Testfahrer bei McLaren. Ja, das wird für den Rosberg quasi wie Mercedes werden in Real. Und ein Nicht-F1-Fahrer kommt noch zu uns. Der Tobias Bürgi kommt noch als Boah, Testfahrer. das Bild ist ja übel. Das Das ist ist ja ein doch Kinderbild, geil. Ja, sozusagen. Le Gall geht zu Prost. oder? Wo geht der Der Ball? kleine Tobias wird gebeten, zur Information zu kommen. Er hat seine Eltern verloren. Entschuldigung. Ist Grüße okay. sollte er zuschauen. Ist okay, ist okay. Du, der ist schon mit seinen jungen Jahren recht fit, du, mein lieber Mann. Der Beißler, wo geht er hin? Red Bull. Oh, das hätte man fast vergessen, du, da war doch mal was. Wieso geht er zu Red Bull? Hat er sich die Formel 1 in Real nicht angeschaut, dann müsste er wissen, dass Red Bull sicher nicht mehr die richtige Wahl ist. Ich glaube, da müsste er zu Mercedes. Fahre nur leider nicht mit. Le Gall geht zu Brawn. Und Kubica wird Testfahrer bei Lotus. Deswegen der Lukas Bär steht ohne Cockpit da, weil Worik noch ein Satz zum Lukas Bär. WM-Vierter ist noch im WM-Kampf. Kriegt kein Cockpit fürs nächste Jahr. Das ist bitter, oder? Wird wohl aus der Ja. Formel 1 fallen, der Bär. Ja, wäre schade. Hat gute Rennen gezeigt bisher. In Grand Prix 2 auch mitvertreten, auch in Grand Prix 4. Aber in Grand Prix World bisher am besten gewesen. Und in Grand Prix 4 ist er auch gut dabei, darf man nicht vergessen zu erwähnen. Ja, dann haben wir das durch. Testfahrer wie der Damon Hill und der Sean Alesi sind noch frei, die will irgendwie auch keiner. Warum auch immer. Wir haben auch noch den Mechaniker, Gilles de Ferran kommt zu uns nächstes Jahr. Der M. Reiter, Arbeitskolleg von mir, Grüße an der Stelle, wird leider hingehen. Ich zeige auch kurz, wo er hingeht, denn den konnte ich leider nicht bezahlen. Er wird zu Ferrari gehen. Der Binder wird gehen. Und der Adrian Newey wird kommen, weil Warwick, der Adrian Newey. Okay. Hier hätte man auch noch der Armin Finger verpflichten können für den Vettel. Oh Gott. Wo geht der Binder hin? Zu Braun, der geht mit dem Le Gall zusammen zu Braun. Okay, da kennen sich zwei. Jan Wiedenbauer geht, der Tredozzi kommt rein. Das ist ein 1-zu-1-Wechsel, wie du hier siehst. Von der Stärke her. Also, wo geht der Wiedenbauer hin? Da war doch auch mal was mit Red Bull, meine ich mich zu erinnern. Jawohl, der folgt dem Balzner zu Red Bull. Also auch da kennen sich zwei. Das wird spannend nächste Saison. Und der Michael Brugger, den habe ich verpflichten können. Das war auch Beteiligung vom Le Gall, aber die wird leider wegfallen. Ja, ich denke, jetzt sind wir gut gerüstet. Wollen wir das mal speichern? Ich glaube, wir haben jetzt alles gesehen in der Übersicht. Und dann sei mal auf den OK-Knopf drücke und dann denke ich mal, Setups eingestellt. Gehen wir mal ins Rennen mit einem schönen Intro, das nicht gesperrt werden wird. Great Britain! Hello! Und wir haben alles richtig gemacht. Ja, das war schon klar. Bin schon Ring. aus Wetter gespannt. Trocken wird uns erstmal die Qualifying bringen. Vielleicht wird es regnerisch. Das könnte Ja, für eine nachdem es in Beißler. England regnet, ja sehr oft. Hohe Regenwahrscheinlichkeit. Motoreneinstellung passt. Der Le Gall kriegt den neueren Motor. Auch das immer wichtig zu wissen. Der Le Gall muss immer testen für mich. Weil, wenn es beim Le Gall kaputt geht, macht es ja nicht so viel. Der Beißler bekommt es. Ja, gut, der hat ja eh Fahrerproblem gehabt, die letzten drei Rennen. Was soll man jetzt erwarten? Da kann ich nicht groß was erwarten.
Da bist du eine Bin schon gespannt, wie du Enttäuschte, das beim Vettel und beim Schumacher machst, ob es dann auch eine Nummer 1 und 2 gibt. wird sich dann in den Rennen rausstellen. Wir machen Strategie, wie man sie kenne. Oder du stellst den Rosberg noch ein und der Vettel wird Ersatzpilot. Das wär's, aber wir schicken jetzt zunächst mal der Beißler raus, weil Worik, wir kennen das ja schon. Gleich am Anfang rausschicken. Und dann mit kurzer Zeitabstand Monsieur Le Gall. Oh, da ist jetzt einer vor uns rausgefahren. Das war sicher schlecht. Nummer 14 könnte Bergmann sein. Na, Ist der dann Vettel? bremst. Ist der Vettel gewesen? Ausgerechnet der Vettel. Entweder du überholst ihn noch in der Runde oder du bremst halt ein bisschen runter, sodass du einen Abstand hast, würde ich sagen. Soll ich ihn unbedingt überholen? Wertungsrunde. Ich lass mal langsamer machen. Oh, beim Beißler verschlafen wir die Wertungsrunde schon. Ah, da musst du es beim Legal jetzt auch machen. Langsamer ist jetzt blöd in der Wertungsrunde. Ja, hätte ihn jetzt schon Zeit gekostet. Ja, Ja, da merkt schade. man, dass das Spiel schon weinlich gespielt worden ist. Schon habe ich vergessen, Wertungsrunde zu klicken. Aber wir sind langsam drin in dem Rennen. Ganz eingerostet, was die Performance angeht. Aber der Lukas Bär ist rausgekommen und der Iceman, der hängt dem Le Gall auch noch im Nacken. Der klebt schon förmlich am Le Gall. Was wird der Beißler uns hinlegen? Eine 1,24,348. Als nächstes kommt der Vettel, eine 1,25,135. Le Gall nur 1,25,766. Ja, und der Iceman ist vorbei. Das heißt, der ist gut unterwegs. Muss jetzt beide reinholen, wenn ja immer nur eins sind. Beißler legt eine gute Rundezeit hin. Das ist bekannt, dass der Beißler das kann. Ja, jetzt muss gleich auf dem Eismann schauen. Der wird gleich entweder Erster oder Zweiter werden. Und dann auf der Lukas Bär, Marcel Pelz im Benetton, 1,28,8, das war klar. 1,24,338, aber nur ganz knapp, aber auch der Bär ist stark, 1,24,343, also der Knapp. Bär, 5 Zehntel vom Beißler. Ne, 5.000stel ist. Fünftausendstel nur. Ich verwechsel das immer, liebe Zuschauer, nicht verwechseln, nicht denke, da weiß leider, da blickt es doch nicht mit dem Zehntel. Ich vergesse es manchmal. Da vertausche ich das. Das sind natürlich Zehntel, Hundertstel, Tausendstel. Ich habe es mir gestern nochmal beim Qualifying nochmal verinnerlicht, wie das sein muss. Gut vorbereitet. Und dann habe ich es trotzdem vermurkst. Aber die Ferrari sind stark. Der Beißler Dritter, der war in Manicur leider auch nur Sechster im Qualifying. Die Nummer 23 ist draußen bei Worik. Das sieht nach einem Matze Schweizer aus, würde ich mal fast behaupten. Ist auch der Matze Schweizer. Wollen wir ihn angucken? Ich glaube, der Bergmann habe ich gesehen, ist auch draußen. Jawohl. Gucken wir uns erst den Bergmann an. Der kommt vorm Schweizer in die Zeitrunde. Im Moment ist rege Fahrbetrieb, obwohl es geht eigentlich, oder? Ja, im Moment geht's eigentlich. Matthias Schweizer war schon in der Zeitrunde 1,25,702. Ist hinterm Schweizer? Vettel. Hinterm Vettel, das ist überraschend, oder der Schweizer? Hinterm Vettel. Hätte man mehr erwartet. Bleibt man mal auf der Bergmann, oder da unten? Der ist Jetzt ja immer werden gut für gleich einen Top Ten Platz. Einige auf ihre gezeitete Runde beenden. Schauen wir mal, wo die Mika hinkommen. Häkkinen auf 7. 1,26,4. Bergmann wird auf Platz 5. 1,25,687. Bergmann immer ein Kandidat für Top 10 Platz, oder, Valvorik? Auf 9. Geht ja zu McLaren, der Button, haben wir gesehen. Wird er bestimmt ein besseres Auto haben als im Honda. Rubinho, neuer Elfter. Bär ist wieder rausgefahren, sehe ich gerade. Wollen wir uns ihn mal angucken? Wir warten jetzt ein bisschen, gell? Schauen wir erstmal, bis die Strecke freier wird, würde ich vorschlagen. Kann man jetzt auch wieder falsch verstehen. Jetzt kommen gerade viele rein, das heißt, es werden jetzt wiederum einige rausfahren gleich. Ich werde jetzt mal den Le Gall, falsches Fenster, da ist es, wieder für eins DIN tanken, oder? Und ich würde gerade mal sagen, die Fahrer an, wie sieht es eigentlich mit dem Reifestand aus? Du, der Le Gall ist ja eigentlich bekannt, dass die Reifen bei ihm nicht so gut sind, gell? Da ist mehreres nicht so gut beim Le Gall. Bisschen aggressivere ja, Anweisung. Stark aggressiv machen, würde ich sogar auf Maximum geben. Nee, das mache ich Stück für Stück, weißt du? So. Ich will jetzt der Le Gall erstmal später raus. Oh, der Rosberg ist draußen. Achtung, den wollen wir doch beobachten, der Rosberg.
Das ist nämlich der Eichhardt und der Rosberg. Das sind die WM-Verfolger. Auch Alonso ist draußen. Beißler auf Startplatz 3, Le Gall auf 7. Überraschung, dass die Ferrari mithalten können. Sie haben in den letzten Rennen im Startplatz, im Qualifying nicht so gut ausgesehen. Die Toro Rosso sind jetzt auch zwischen den beiden Beißler-Fahrzeugen. Ja, Vettel auf 4, überraschend. Bergmann auf der 5. Bergmann ist immer ein Kandidat für Top 10, könnte das beste Qualifying vom Rocky werden. Der wechselt ja zu Lotus. Vielleicht ist Lotus dann nicht so schlecht wie ein Wheel, oder? Boah, stark, Alonso. 1,24,3. Ja, Rosberg vor Vettel und Bergmann. 1,24,6, aber hinter Beißler. Was wird es der Eichhardt bringen, den wir hier gerade beobachten? Der wird auch vorbeifahren. Am Rosberg, aber nicht am Beißler. Einer hat eine Zeit verloren, war aber nicht der Eichhardt. Der Beißler fehle ein Hundertstel. Wer ist der zweite Lotus? Hä? Wer ist der zweite Lotus? Schumacher. Schumacher. Wird Schumacher wahrscheinlich auch noch vorbeikommen. Wird auch relativ stark sein wahrscheinlich. Also echt krass, was sie hier in dem Qualifying tut. Der Beißler Startplatz 4. Da muss auf jeden Fall noch was kommen. Wir wissen, dass der Beißler ist. Kann Heinz Harald jetzt schon hinterm Le Gall? Der Le Gall hat 1,4 Rückstand auf der Raikönen. Der Beißler hat nur ein Hundertstel Rückstand. Das ist aufholbar, oder Valvorik? Der Lukas Bär sogar noch 5000stel. Enge Abstände noch zwischen 1 und 5. Lass den Eichert da mal raus. Dass wir da mal. Oder wart jetzt noch? Ich würde den Le Gall, wenn überhaupt, erstmal rausschicken. Den Le Gall, genau. Aber wart noch, bis die da vorbei sind. Ja, ich sehe es gerade. Jetzt flackert unser Menü. Warte, ich was den Benetton auch noch ziehe. Den Eichert aus, sonst fährt er mir in die Karre. Den ja, Hamilton ich aber ihn nicht. Jetzt den Hamilton nicht. Oh, schick ihn raus, aber beeil dich. Ja. Bevor der Hamilton noch rüberkommt. Ja, ne, das hat geklappt. Wenn ihr ein Flackern seht, liebe Zuschauer, also das Menü von Grand Prix World flackert ja immer mal zwischendurch. Aber das liegt daran, dass wir mit TeamView eine Übertragung haben und der Valvorik immer mal wieder mit seinem Mauszeiger mir was zeigt. Stimmt's, Valvorik? Mhm. Und da kann es manchmal flackern, aber das ist wichtig, dass wir die Statistik sehen. Wir gehen jetzt auf die Wertungsrunde. Was kann der Le Gall uns zeigen? Kriegt er freie Fahrt? Das ist schon mal die erste Voraussetzung. Jawohl. Der ist nur mehr Elfter, der Le Gall. Der muss was zeigen. Gell, jetzt sogar der Hamilton und der Schweizer vor ihm. Der Bergmann jetzt doch schon auf Platz 9 zurückgefallen. Aber der Rocky ist immer gut für einen Top 10 Platz, gell? Jetzt habe ich in meiner Welttabelle statt Beißler Beatles der geschrieben. Valvorik ist auch heute der Statistikexperte. Und ich habe, weiß, was ich vergessen habe, bei Skype auf Rot zu schalten. Ja, weil Vorig ist ja da, der zur Not mögliche Konfi-Anrufe verhindern kann. Müssen wir nachher noch ändern. Ist mir beim Joker auch passiert, wo du dann und der Kenny geschrieben hat. Und da schreibt schon einer, gell? Ja, das war ich. Du Noob. So, Le Gall ist mittlerweile schon. Oh, der hat wenig Sprit, müssen wir reinlassen. Ah, der hat sich gut verbessert, auf Rang 6. Ist mir jetzt ehrlich gesagt schon fast entgangen. Ich hätte fast vergessen, die Box zu holen, der Le Gall. Der ist schon 6, da hat den Rosberg überholt. Gucken wir uns mal an, was er für eine Zeitfahrer hat. Ja, liebe Zuschauer, ihr müsst mir das ein bisschen nachsehen. Ich bin noch nicht so ganz im Spiel angekommen. Aber das wird schon. 1,24,379, also er ist jetzt doch dran am Eichert und am Beißler. Und wir haben ja noch die Möglichkeit, der Le Gall kann noch mit aggressivere Fahrweise fahren. Vielleicht kann er es noch weiter vorschaffen, oder? Was dabei ganz gut für die WM ist, ist, dass Rosberg nur auf Platz 7 startet, vorläufig. Das heißt, der ist ja vor uns, der ist ja auf Platz 1 in der WM. Das heißt, ja. Da könnten wir gleich was gut machen am Start. 3 Punkte ist er vor uns und wir hätten die Möglichkeit, den Beißler rauszuschicken. Weißt du warum? Schau auf die Strecke, die ist gerade leer.
Ja, Deswegen da habe werden ich aber gleich blitzschnell, wieder einige rauskommen. aber ich habe blitzschnell reagiert und schnell aufgetankt, während du das gesagt hast mit dem Rosberg, natürlich. Wir haben das ja hier auch. Der Rosberg hat 40 Punkte, der Beißler 37. Würde der Beißler Vierter wäre im Rennen und der Rosberg Siebter, würde der Beißler wieder WM-Führender sein. Und dann wird er nach Österreich als WM-Leader fahren, weil Worix heimspielt. Aber erstmal nicht den Tag vor dem Abend loben. Mal schauen, was der Erstmal Beißler jetzt auf die seiner schnellen macht. Wertungsrunde mache, genau. Wir hängen auf Jetzt freie darf keiner Fahrt. rauskommen. Gut. Hat auch geklappt. Ich habe die Fahranweisung jetzt genauso eingestellt wie beim Le Gall. Wir können dann noch zum letzten Stint die höhere Stufe nehmen. Unser Auto sollte das von der Performance her ja können, dass wir da unter die erste 5 wieder reinspringen. Die Beißler hat es bisher geschafft, in jedem Qualifying in die Top 10. Und ich glaube, in die Top 5 haben wir es auch in jedem Qualifying geschafft. Ja, holt schön auf die Vorderleute. Jetzt bin ich gespannt, was das gibt. Hat nichts gebracht, aber Oh, Regen Regen. jetzt. Regen, nicht schlecht. Das ist aber schlecht jetzt für den Beißler, weil du weißt, wenn die Strecke nass wird, verbessert sich ja keiner mehr in Grand Prix Ja, World. aber Dann das wäre meine das. ich. Derweil auf Platz 4 ist ja nicht schlecht. Dann Aber du wäre kannst der. gleich den Legal rausschicken noch. Dann wäre Vielleicht. der Iceman aber jetzt auf Platz 1. Das hätte man auch nicht gedacht, wer sich in Real die Rennen vom Iceman anschaut, gell? Ja, Oder die aber schick den letzte Legal Grand schnell Prix. raus, damit der Ich noch schicke was auch den machen kann. Beißler nochmal raus. Und ich werde den Le Gall, wie viele Runden hat er? 6 für 7 Runde Tank genommen. Der Reifensatz ist okay. Ja, 7 wird fast zu viel sein. Ja, der macht jetzt die restliche Stints. Der Le Gall soll seines Stints jetzt verfahren, weißt Ja, das wird zu viel sein. Wenn es regnet, dann bringt es ja nichts mehr, dass er die noch du? Noch rausballert. ist die Strecke nicht nass. Das geht recht schnell. Deswegen werde ich auch gleich der Beißler nochmal nachlegen. Vielleicht kann er sich noch überraschend nach vorne schreiben. Ein Regenrennen würde dem Beißler helfen. Das muss man auch mal sagen. Derweil ist der Iceman jetzt draußen, der Le Gall. Stimmt aber noch nicht so ganz. Jetzt schicke mal den Beißler raus. Jawohl, also Beißler macht aber nur ein Stint, weil Worik, ja. Den wollen wir uns noch aufhalten. Rosberg knallt hier eine 1,24, 1,84 hin. Oh, das ist schlecht jetzt. Haben wir den Tag vom Abend gelobt. Da ist der Rosberg, den darf man nicht unterschätzen einfach. Mal gucken, was der Le Gall jetzt noch hat. Der wird seine Stints verfahren, bevor die Strecke nass ist. Beißler klickt eh schon auf die Wertungsrunde. Dann ist jetzt gleich los. Jawohl. Beobachten wir mal der Beißler vorrangig. Der Le Gall fährt noch ein bisschen. Der hat sich übrigens wieder verbessert. Der war hinterm Eichert kurzzeitig. Da kommt wer raus vor ihm. Das sieht nach Barrichello aus. Ganz mies gelaufen. Hoffentlich geht's Windschatten und auf der Geraden, dass er vorbeiziehen kann. Schauen wir mal. Und dann wäre das natürlich auch ein Zeitgewinn, Windschatten. David Coulthard hat mal in Kanada am Beißler geholfen, die Zeit im letzten Stint zu verbessern. Durch Windschatten. Ja, ich hoffe nur, dass er ihn jetzt nicht zu sehr aufhaltet, oder das sehen wir gleich. Ah, die. Das war zu. Boah, leck! Da doch! Geil! Danke, 1,24! 6,4 hatte Rosberg. Wir müssen mal gucken, ob es der Barrichello war. Ich guck mal, wer es war. Die Nummer 16, es könnte auch der Button gewesen sein. Es war Jensen Button, der uns geholfen hat. Thanks, JB, vielen Dank. Thank you so much. Das war doch jetzt mal geil für Button. Oder ist der gerade auf seiner ersten gezeigt? Der ist vor Barrichello, der ist 15. Okay, auf seinem Heim Grand Prix. Er wird aber zu einem besseren Team wechseln, zu McLaren. Aber danke an Jensen Button. Jetzt ist die Strecke nass und der Beißler hat zur richtigen Zeit. Der Le Gall hole mal rein, denn das bringt jetzt nichts mehr. Ja. Dass er jetzt da noch im Trockenreifen rumfährt. Wir ja, haben den Beißler zu. Der ist zu lang gefahren und hat zu viel getankt jetzt noch fürs Qualifying, meiner Meinung nach. 20 Minuten, da, wir wissen mal, ja, dass. Eine Tausendstel hinter Schumacher ist er nur, der Le Gall. Ich gucke, ob man die mit Regen noch rausholen kann. Eine Runde kriegt er noch geschafft, der Le Gall, aber ich glaube, der wird wohl. Nee, warte lieber noch. Vielleicht trocknet die Strecke sogar nochmal auf, dass es nur ein kurzer Regenschauer ist. Aber krass, der Beißler, das war schon mal wichtig, denn wir wissen ja, im Regen verbessert sich ja gelegentlich keiner eine Zeit in Grand Prix World.
Aber und ich glaube, du kannst gar nicht mehr rausholen. Gefahren 11 von 12. Das heißt, das wird... Oh, stimmt, ja. Er muss ja eine Einlaufrunde machen quasi. Schau mal, siehst du, was hier beim Le Gall steht? Da ist eine schwarz-weiß karierte Flagge. Der ist schon abgewunken. Also, der Le Gall ist fertig. Der hat verpokert, der Le Gall. Wird nur auf 7 starten. Es sei denn, der Eichert verbessert sich noch. Aber wir wissen ja, im Regen bei Grand Prix World ist eine Zeitverbesserung gar nicht möglich, gell? Also das heißt, der Beißler hat den goldenen Schuss gesetzt, bevor es nass wurde. Schade, dass der Rosberg nachgezogen ist, sonst wäre der Rosberg jetzt nur auf der 8. Der war aber ja auf der Pole gerade eben noch. Der Le Gall ist raus, der hat verzockt mit der Strategie, der Rosberg wird sich nicht verbessern. Ja, weil Worik, der Beißler hat wirklich Glück gehabt jetzt in dem Schuss. Alle, die jetzt da noch rausfahren, ja, die haben es total verkackt. Die haben total verbockert. Ja, wir kennen das ja schon. Wer Grand Prix World schon gespielt hat, der weiß, im Regen gibt es keine Zeitverbesserung, gell? Also gerade, wenn ich mal Eicher zum Beispiel anschaue, der ist ja auf Platz 3 in der WM und ist nur auf der 8. Startposition, so wie es ausschaut. Für den wird das natürlich bitter werden. Da könnte sogar der Le Gall eine Rolle spielen und ihn aufhalten am Start. Aber das gucken wir mal. Das Aufhalten klappt ja immer selten gut in Grand Prix World. Aber vielleicht kann er trotzdem mal eine Rolle spielen und den Eichert ein bisschen dann zurückhalten. Also liebe TV-Zuschauer hier auf 97 TV. Wir sehen das ja hier, dass der Beißler, weil Worik, goldener Schuss war das für den Beißler, im positiven Sinne, gell? Denn der hat genau als der Regen einsetzte, diese Zeit hinbekommen, mit Hilfe vom Windschatten von Button, gell? Der uns da geholfen hat. Das war schon eine starke Leistung, oder? Mhm. Auch nochmal. Glück auch dabei gehabt. Nochmal ein dickes Thank you. Ein dickes Thank you zu JB. Great job. Wird der Rosberg sich denken, das wird Proteste geben. Aber der Iceman, der ist auch gut dabei. Dritter, beste Startplatz. Der ist ja nicht da so der beste. Nicht zu protestieren, das passt alles. Alles gut über die Bühne gelaufen. Eigentlich braucht der Beißler theoretisch nicht mehr rausfahren, denn es gibt eh keine Zeitverbesserung. Und warum jetzt noch das Auto verfahren und den Motor verfahren, denn der wird ja auch belastet im Qualifying. Gehen wir mal gucken. Qualifiziert sind übrigens alle. Der Regen du kannst kann die Fahranweisung wieder zurücknehmen. Dann, noch für dann kannst du später nicht vergessen. Für den Rennstart lasse ich sie drin. Okay. Und dann machen wir die erste Runde raus. Ja, habe ich in Manicur und in Kanada auch schon so gemacht. Motor okay. Können wir schonen. Du dass nicht vergisst, wenn es dann so richtig losgeht. Nee, danke für die Info. Motor können wir schonen, weil im Regen kann sich nichts verbessern. Auch mit Regenreife wird der Beißler keine bessere Zeit hinlegen. Die Zeit, die er hier hingelegt hat, 200. vor Nico Rosberg. Dürfen wir dann auch nicht vergessen, noch die Regenreifen anzustecken, wenn es am Sonntag dann eben auch nass ist. Ja, aber da gibt es ja eh die Strategiefenster, was wir dann machen. Gleich. Hm? Ja, können wir die 9 Minuten genüsslich schon ein Resümee ziehen, denn ich glaube, der Beißler rauszuschicken wäre Quatsch jetzt. Ich glaube, der wird die Zeit nicht das verbessern. Der Rosberg wird sie auch nicht verbessern. Wir gucken ihn uns mal an, der Rosberg, oder? Aber im Regen, wir wissen das ja. Der Eichert hätte wohl seine Runde schon verfahren, also auch einer der Verlierer heute in dem Qualifying. Michael Eichert. Okay. Mhm. Muss man so sagen. Rosberg hat sich noch gerettet, als der Regen kam, bevor Beißler hat einen hingeknallt hier. Und Lukas Bär will jetzt nochmal wissen, will es nochmal probieren, aber ich glaube für den Lukas Bär wird es auch schwer, oder? Wir gehen mal auf den Lukas Bär. Ah, da geht nochmal einer raus von der Lotus, war das? Der Frenzen? Ne, der Schumi. Schumi ist nochmal raus. Würde das ja passen mit den Strategien, mit den verrückten Strategien. Der startet aber auf Platz 14, der Frenzen, aber den müssen wir bei Regenrennen immer beachten, weil Worik hat es gesagt, der Frenzen, immer mal bei so Bedingungen war er mal unter der Top 5 plötzlich, ohne dass es jemand merkt hätte und das könnte auf Frenzen auch wieder hier passieren. Mhm. Ein Top-Strategiefuchs, der Frenzen. Einmal hat er sich sogar verpokert, aber das passiert auch mal einem Strategiefuchs wie im Heinz Harald, gell, sowas. Der Eichert, sowas passiert. Der Eichert hat sich ja auch verzockt in dem Qualifying, offensichtlich. Ich
Ich meine, Schweizer, Vettel und Hamilton haben wir da erwartet. Aber Eichert hätten wir eigentlich vorne gesehen, oder? Weiter vorne. Ja, hätte ich schon gesagt. Ich meine, es ist ja klar, dass der Rosberg, wenn es... Wir wissen ja nicht, wie es Rennen ausgeht. Wenn es ein Trockenrennen wird, dann stehen die Chancen für den Rosberg höher. Denn wir wissen, im Trockenen ist es ja immer schwierig, in Grand Prix World was zu gewinnen, gell? Aber könnte es ein Regenrennen geben, dann spricht es für den Beißler, weil der ist im Regen saustark. Was bemerkenswert ist, dass Bergmann jetzt hinter der Vettel zurückfall ist. Der ist nur mehr 12. der Rocky. Und der Eichert ist tatsächlich nochmal rausgefahren, weil Worik. Aber das wird wohl nichts mehr werden, oder? Na, das ist nur ein letzter Hoffnungsschimmer. Der Beißler könnte theoretisch noch rausfahren. Ich glaube nicht mal, dass er noch eine gezeitete Runde schafft. Es sind ja nur mehr 2 Minuten. Doch, das könnte gerade noch hinhauen. Ein Stint könnte noch gehen. Der Le Gall ist schon zu Ende mit dem Qualifying. Der Beißler wird nicht mehr rausfahren. Ja, jetzt hört es doch nochmal auf, Alvorik. Aber ich glaube, zu spät für einige Fahrer. Ist zu nass draußen. Und das wird bedeuten wohl die Pole für den Beißler. Und das ist schon die 4. oder 5. in dieser Saison. Gibt es irgendwen, der nicht dabei ist, der sich nicht qualifiziert? Nein, alle qualifiziert bisher. Okay. 1.30, 0.55 muss gefahren werden. Und der letzte fährt... Das war die falsche Tabelle. 1.29, 7, also alle dabei, alle drin. Wäre der Regen von Anfang an gekommen, dann wäre einige nicht qualifiziert. Das hatte ich mal offscreen in einem Rennen. Von Brasilien, da ist der Regen schon gleich nach 2 Minuten gekommen und da war das halbe Starterfeld nicht qualifiziert. Das ist halt perfekt, wenn man es gerade schafft, eine Routenzeit zu setzen und dann. Aber und dann ist es. Der Regen. Und dann ist passiert, dass aber glaube ich dann nur die letzte 2 durfte nicht starten, der Rest hat, durfte starten. Weil sonst wären nur 12 Fahrer angetreten. Aber wäre geil gewesen, wären nur 12 angetreten. Ja, das ist vorbei. Das ging so schnell heute. Hat sich yes! nicht verändert. Position. Da hört man schon die Teambox im Hintergrund, gell? Da wird laut gefeiert werden jetzt. Pole für den Beißler in Silverstone, Valvorik. Müssen wir einfach kurz und knappig sagen. Der hat's auf den Punkt gebracht, als der Regen kam, zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Well done, Mr. Beißler. Thank you, thank you. Rosberg dahinter noch auf 2. Also das wird ein arger Kampf. Aber da schau mal, Rosberg, alle haben sie verfahren, die Runden. Der Beißler hätte noch mal rausfahren können, wenn es eng geworden wäre. Aber wurde es ja nicht mehr. Mhm. Rosberg hat alles gegeben. Super aber eingeteilt. Die Rundenzeit hat... Es hat nicht gereicht. Der Iceman auf 3, überraschend. Wir wissen ja, wie der Iceman aktuell herumfährt. Nicht wirklich so weltmeisterlich. Der einzige Rocky Bergmann hat es geblickt, dass bei Regen nichts mehr geht und da ist nur 6 Runden gefahren. Genau. Einer, der sich... Aber der Rocky müssen wir beim Regen immer beachten. Sollte es regnen morgen im Rennen, dann ist der Bergmann ein Kandidat. Oder besser gesagt, das Qualifying seht ihr ja immer donnerstags. Das mache ich ja mit dem Grand Prix Modus, weil ich bei Grand Prix World wie bei Grand Prix 2 und 4. Mhm. Und das werdet ihr dann am Sonntag im Rennen sehen. Da bin ich mal gespannt, ob es regnet. Also ihr seht es am Sonntag, wir machen es gleich danach. Ist interessant für die Zuschauer, wann was aufgezeichnet wird. Finde ich immer mal wieder. Durchaus. Kann man so, mal dann erwähnen. Gehen wir mal weiter. Alonso auf der 4, der war unauffällig, aber doch vorne dabei. Lotus beim Regen, wer wisse aus Manikur, als der Schumacher plötzlich gewann, wie schnell das gehen kann, gell, dass da der Lotus plötzlich erster ist. Traust du denen wieder so Überraschung zu? Da meinst du, es war schon eine Überraschung mit dem Schumi in Manikur. War schon eher eine Überraschung, würde ich sagen. Hätte keiner auf dem Zettel gehabt und dann hätte man wette sollen da drauf im Wettbüro. Nein. Da hätte ich viel Geld vorher gekriegt. Vorher bisher nur 5 Punkte geschafft in der WM und durch den Sieg hat dann auf 15 angestiegen. War schon eine Überraschung. Lukas Bär auf und Platz dass er das 5. auch wiederholen kann, also war schon eine starke Leistung auch. Als die Runde uns dann nochmal die Technik vom ZDF die letzte Runde eingespielt hat, ja. Extra für den Kenny. Genau, Grüße an der Stelle. Auch an den Joker, den wir mal erwähnen wolle. Und gern ja, mal sein Grand Prix 3 in Erwähnung ziehe. Ja, Schaut's Lukas Bär.
Lukas Bär auf der 5. Ich meine, das ist schlecht gelaufen, der Lukas Bär. Erst kriegt er mit nach dem Manicur-Rennen. Da wird er erst disqualifiziert wegen illegaler Fahrhilfe in Manicur. Dann kriegt er mit, dass er keinen Vertrag bekommt bei Ferrari. Steht vor der Tür ohne Vertrag. Die meisten Cockpits sind ja belegt. Wir haben es ja gesehen, gell, Valvoric, vom Rennen. Und das bedeutet für den Lukas Bär, er wird nächste Saison wohl DTM fahren müssen, weil er Formel 1-Cockpit wird er nicht kriegen. Das ist schon Ja, bitter gelaufen und das das ist schlägt sich. erbärmlich, den mal wieder zu bringen. Und ja, wer Grand Prix 2 verfolgt hat, weiß, warum wir den immer so gern bringen. Da ist er nämlich auch nicht mehr so gut. Und das schlägt sich schon auf die Leistung vom Bär nieder. Wir wissen, dass er es besser kann, aber irgendwie. Ist da jetzt ein Knoten drin im Bär? Meinst du, der mit einem Jahr Pause aus der Formel 1 könnte es da nochmal mit neuem Schwung gehen, wie der Räikkönen es ja auch mal geschafft hätte? Wenn er jetzt rausfallen sollte, Bär? Beißler? Valvoric? Ja? Ah, bist noch da? Jetzt scheint es wieder zu gehen. Ja, ich habe auch nichts gehört. Gerade, ich wollte gerade sagen, wie siehst du das, wenn der Bär jetzt wirklich eine Pause einlegen muss in der Formel 1 und dann vielleicht DTM oder sowas macht und dann irgendwo wieder zurückkommt? Meinst du, es könnte ihm einen neuen Auftrieb geben, so wie es im Räikkönen auch mal 2 Jahre Auftrieb gäbe hätte? Na, mal schauen. Da will ich Mir. noch keine Prognose wagen. Vielleicht wird ja auch bei uns einer rausgeschmissen und dann hören wir uns den Bär. Man weiß es ja nie, was passiert. Ich meine, die haben uns ja auch noch geholt wegen dem Geld, die Fahrer. Nein, Dann haben wir den Quatsch. Bär und den Bergmann. Genau, der hätte ja auch einen Vertrag bei Lotus. Da bin ich gespannt. Da hätte er ein konkurrenzfähigeres Auto als für Toro Rosso. Gehen wir mal weiter. Dahinter am Bär ist der Schumacher. Der Überraschungssieger von Manicur hätte sogar die Wiederholung nochmal gewonnen. Also, ich glaube, dass der Schumi überraschen könnte im Regen. Aber du hast gesagt, noch einmal zweimal so eine Überraschung landet, das wäre dann schon unwahrscheinlich. Ja. Und wird sich auch der Kenny nicht wünschen, Grüße an der Stelle. Er wird sich lieber wünschen, dass der Beißler gewinnt vielleicht. Oder der Le Gall, zu dem kommen wir jetzt. Yannick Le Gall hat verpokert. Der Rückstand zwar nicht ganz so übermäßig groß, aber die Strategie, die er gewählt hat, Volltanke und dann die Runde abrattern, das hat wohl nicht funktioniert, ne? Nein, nicht so richtig. Und dann kam der Regen noch zur falschen Zeit, dem Le Gall ins Gesicht gesprungen und dann war alles erledigt. Aber Verlierer des Qualifyings, müssen wir leider sagen, aus Weltmeisterschaftssicht, ist der Eichert. Michael Eichert nur auf der 8. Was ist da passiert? Valvoric, analysier mal. Was ist da mit dem Eichert los? Warum verliert er da jetzt so an Boden gegen den Rosberg? Ja, der hat sich verpokert und hat gedacht, es bleibt schön, aber war eben gar nicht so. Ist der Regen eingesetzt und Bär hat sich vielleicht auch ein bisschen überschätzt und dachte dann, er schafft es jetzt doch eine tolle Zeit rauszuhageln, aber dem war nicht so. Da war der Regen doch zu stark. Hat dann nur 9 Runden gefahren, hat es dann irgendwann auch eingesehen, dass nichts mehr geht. Auch sein Rückstand gar nicht so groß, man muss sagen, also Aber drei. der Bär ist alle 12 Runden gefahren. Und hat es nicht geschafft. Genauso wie auch Rosberg, Räikkönen, Alonso und Schumi sind auch 12 Runden gefahren. Und der Schweizer. Sehen wir hier gerade. Aber die Abstände von Platz 1 bis Platz 8, 2 Zehntel, also eigentlich immer guter Bereich. Da sieht man mal, wie eng das in dem Qualifying eigentlich war, gell? Könnte sehr spannend werden. Da sind doch Aber einige dann würde ich gute sagen, gehen Fahrer. wir auch gleich ins Rennen, oder? Gehen wir noch kurz den Rest durch. Schweizer auf der 9, Vettel auf der 10, Hamilton, wieder der Schweizer, wo der Hamilton schlägt, aber wird ihm nicht viel nützen. Beide gehen zu Toro Rosso, Hamilton und Schweizer. Aber wohl wird der Schweizer wohl dann ein Jahr sich müsse im Simulator anstellen, befürchte ich. Also es Jetzt heißt wahrscheinlich im Techfahrt. Package gegeben, die beiden. Bestimmt wie bei FIFA World Gold Package, da war der Schweizer der Hamilton Gibt es einen von beiden gratis? drin. Bergmann auf Nimm der zwei, 12. zahl eins oder so. Genau. Bergmann auf 12. Schade. Top 10 hätte ich ihm gegönnt, aber Regen könnte ihm helfen, wenn es zum Regen kommt. Werden wir alles gleich sehen. Häkkinen, Frentzen, auf den müssen wir immer achten, gell? Hat auch noch 9 Runden gefahren, der Heinz Harald. Jensen Button nochmal ein großes Thank you für seinen Windschatten. Der hat dem Beißler doch nochmal geholfen. Dann die übliche Danke für Verdächtige. den Schattenbutton. Dann Barrichello, auch ein Schatten seiner selbst.
Dann Gilbert Grün. Oh, da legt jetzt mal los mit den Wortwitzen. Der Gilbert Grün, der fährt auch lieber ins Grüne als hier im Red Bull, muss ich mal Oh, sagen. und jetzt baut's schon wieder ab. Kultart, Pelz, Schmutz, der Bayern-Fan. Lang und Bergold. Und der fährt nächstes Jahr im Ferrari. Da bin ich ja mal gespannt. Gut, gehen wir mal in die Wetterprognose. Nein, es gibt doch leider nur schwach bewölkt. Oh, das wird schwierig für den Beißler. Da werden wir uns jetzt gleich eine Strategie austüfteln. Wollen uns jetzt aber erstmal vom Qualifying-Part des Donnerstags verabschieden. Sage danke, Valvorik. Wir sehen uns gleich beim Rennen wieder. Gerne, gerne, aber behalte im Hinterkopf, es war beim Qualifying ja auch, glaube ich, nur bewölkt oder war sogar Sonnenschein und dann kam der Regen sehr schnell. Also Also das geht in England sehr schnell. da sind wir gespannt. Ein spannendes Rennen verspricht uns der Sonntag. Wir sagen mal danke, Valvorik. Danke, liebe Zuschauer, dass Sie wieder dabei waren. Und wir sehen uns dann am Sonntag zum Rennen. Great Britain is coming. Bis am Sonntag, euer Bundesbeißler. Bis dann, ciao.